Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lego Harry Potter. Wir befinden uns im verbotenen Wald. Wir sind letzte Folge zu Hagrid gegangen. Und, Harry ist in Schwierigkeiten geraten mit Malfoy, beziehungsweise, ja. Was heißt in Schwierigkeiten? Oh, hier kommen wir hier weiter? Nee, hier kommen wir auch nicht weiter. Was heißt in Schwierigkeiten geraten? Sie haben einen Dementor oder was das war gesehen. Guck mal, hier können wir sogar schwimmen. Ha, hier müssen wir sogar schwimmen. Oh, wir brauchen wieder Fangen. Als ein Dementor nämlich das Einhorn, was letzte Folge noch krank bei Hagrid gelegen hat, fressen wollte. So, und nu? Was machen wir jetzt? Können wir mit Hermine hier irgendwas machen? Was können wir denn hier machen? Wir müssen anscheinend hier diese Fische zurück ins Wasser befördern. Warum wollt ihr denn nicht? Aha. Und vielleicht kriegen wir dann hier wieder irgendwas freigeschaltet, dass wir hier weiterkommen. Okay, 4 von 6. Und hier hinten sind die anderen. Jawohl. Da haben wir wieder so ein Wappen. Diesmal ist es Gryffindor. Okay. Das war jetzt eher uninteressant. Kann ich hier irgendwas machen mit Lumos? Ja. Ah, und hier können wir mit Hagrid ziehen. Hagrid braucht ja keinen Trank. Der ist als Halbriese ist er ja stark genug. Really? Ach nee, jetzt können wir wieder... Aha. Jetzt können wir wieder hier hoch und dann... Da kriegen wir bestimmt nur Stats raus. Aber wir nehmen sie mal mit. Soweit ich dran komme. So. Aber hier können wir jetzt noch nichts mitmachen, oder? Nee. So, weil jetzt kommen wir nämlich hier drüber. Wunderbar. Momentan läuft es doch eigentlich ganz gut, wenn auch ein bisschen langsam. Wir kommen jetzt nicht super schnell vorwärts, aber es lief schon schlechter. So. Die Stats nehmen wir mit. Ah ja, guck mal, und da hinten. Gleich sind wir da. Gleich sind wir bei Harry und Draco. Draco Malfoy. Eigentlich will ich Draco überhaupt nicht helfen, aber wir wollen natürlich Harry und dem Einhorn helfen. Uah. Wir kommen jetzt da oben rauf. Na, das werden wir schon noch rausfinden, hoffe ich doch. Die schießen wir noch kaputt. Ah, da ist noch eine über. Können wir da oben noch irgendwas machen? Ja, das können wir auch kaputt machen. Ah, guck mal. Und daraus können wir jetzt was bauen. Sehr gut. Ja, sehr gut fangen. Beruhige dich. Alles ist gut, kleiner Mann.
So, und jetzt kommen wir nämlich... Muss das hier irgendjemand anderes machen? Ja, dann ist Hermine da drauf. Und wir können weiter. Hier brauchen wir wieder Lumos, ansonsten kommen wir hier... Ups, nicht durch, wollte ich gerade sagen. So. Jetzt aber. Jetzt war das Level dann doch ein bisschen kürzer, als ich gedacht habe. Das waren gar keine mit Dementoren, oder? Aber es waren noch keine Todesser. Wer war das denn nochmal? Weil ihr wisst schon, wer war das ja nun auch nicht. Der ist ja noch anders hier in der Geschichte, taucht er ja auf. Der ist ja momentan an einem anderen Ort. Das will ich aber noch nicht spoilern, wo. Für diejenigen, die tatsächlich die Harry Potter-Geschichte nicht kennen, auch da gibt es ja Leute, die das jetzt gerne gucken möchten. Den möchte ich das nicht spoilern, was es auf sich hat hier mit dem großen Bösewicht. Okay, das ist jetzt etwas suboptimal gelaufen. Ja, aber der tropfende Kessel, da will ich gerade nochmal rein. Denn wir haben jetzt nun doch mittlerweile deutlich mehr Stats zur Verfügung. Und ich würde gerade ganz gerne nochmal schauen. Ich wollte ja gerne das... Oh, ich wollte ja gerne ein Outfit für Hermine kaufen. Ach nee, in die Winkelgasse ging es ja hier unten raus. So. Und die können wir uns, glaube ich, eigentlich können wir uns das Auto mittlerweile echt ganz gut leisten. Lasst uns einfach mal schauen. So, das war hier. Also dann. Harry Mädchenverkleidung möchte ich jetzt nicht unbedingt dauerhaft. Hermine Ballkleid. Oh oh, jetzt habe ich es tatsächlich gekauft. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie ich es anziehen kann. Ron Hogwarts? Was haben wir hier sonst noch? Nee. Kann ich das denn jetzt? Warte mal, kann ich jetzt mit Hermine da oben in die Umkleidekabine oder wie? Huch. Oh, Verzeihung. Oh, wir können was schweben lassen. Yay. Was haben wir jetzt hier? Eigene bearbeiten? Was kann man jetzt hier mit denen machen? Okay. Nee, ich will zurück. So, hier wollte ich ganz gerne hin. Und hier, denke ich mal, können wir das jetzt auswählen. Oder? Ach, guck hier, wir können hier tatsächlich alles einzeln einstellen. Okay, also wir könnten sie quasi auch männlich machen, wenn wir wollten. Oder mit Bart oder sowas. Wie cool ist das denn? Ja, aber wie können wir denn... Oh Mann. Ich
will jetzt aber nicht, dass Hermine jetzt so aussieht. Wie kriege ich denn jetzt den Hut wieder weg? Ich kriege den Hut wieder weg. Wie? Ich habe keine Ahnung, wie ich den Hut wieder wegkriege. Hier kann ich die Hautfarbe anscheinend ändern. Okay, hier, so kriegen wir sie jetzt immerhin wieder zurück. Was wir hier alles einfärben können. Schau ich das mal an. Ich meine, das ist ja eine krasse Auswahl. Aber ich will es eigentlich nicht. Okay, jetzt ist es wieder Hermine. Also mehr oder weniger. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier überhaupt was verändert haben. Aber gut, ich glaube, ich verabschiede mich, bevor ich heute noch mehr Chaos anrichte. Und damit würde ich sagen, wir sehen und hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!